Offiziell öffnet die Leipziger Buchmesse ja heute wieder ihre Tore und die Eröffnungsrede hielt der Kanzler höchstpersönlich und Olaf Scholz, der outete sich als echte Leseratte. Ja, so einen menschlichen Aspekt hat man bei ihm ja auch nicht so oft, aber Olaf Scholz hatte es nicht so leicht auf der Bühne, denn Störer, die nutzten den großen Auftritt und versuchten, Olaf Scholz niederzubrüllen. Der ließ das jedoch nicht auf sich sitzen und keilte ordentlich zurück. Sandra Saatmann mit den Bildern. Zu diesem Zeitpunkt ahnt der Kanzler sicher noch nicht, dass mehrere Krawallmacher im Publikum sitzen. Leipzig, der Kanzler tritt ans Mikro. Diese Worte einer Aktivistin gleich zu Beginn sind die einzig wirklich verständlichen. Der Rest ein Schwall an Kritik. Offenbar geht es um den Nahostkonflikt. Zuerst lässt der Kanzler sich nicht beirren, doch als der Radau nicht aufhört, hat Scholz irgendwann die Faxen dicke und reagiert. Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer, hör auf zu brüllen. Schluss. Die Gewalt im Nahen Osten, sie holt den Kanzler vor seiner Haustür ein. Uns alle führt hier in Leipzig die Macht des Wortes zusammen, nicht die Macht des Geschreis. Ein weiterer Aktivist macht Krawall. Der Störer wirft der israelischen Regierung Völkermord vor. So berichten es Zeugen, die in der Nähe sitzen. Er wird von Ordnern abgeführt. Schon auf dem Vorplatz der Messehallen deutete viel darauf hin, dass es nicht entspannt werden könnte. Aktivisten stehen schon zum Beginn der Eröffnung mit antisemitischen Plakaten und Bannern, auf denen sie Deutschland eine Mitschuld am Konflikt im Gazastreifen vorwerfen. Und das, wo doch der in Leipzig ausgezeichnete israelische Philosoph Omri Böhm sich für ein friedliches Zusammenleben zwischen Israelis und Palästinensern einsetzt, einen binationalen Bundesstaat fordert. Scholz blieb vor allem innenpolitisch, warnte vor Spaltern im Land, die Intoleranz und Ausgrenzung predigten und bekannte sich dazu, gern und viel zu lesen.